Heute aus Forcabers. Wir sind heute unterwegs. Grüße ich euch. Wir sind in der Mittagspause gerade. Und gleich geht's weiter zur nächsten Station. Heute Morgen waren wir an der Schule. Da durfte ich natürlich keine Bilder machen von den Schülerinnen und Schülern. Ich war aber sehr beeindruckt, wie schon 12-, 13-Jährige hier Religious Education betreiben. Sehr, sehr vielfältig. Nicht nur fokussiert auf eine Religion, sondern die kennen sich wirklich aus mit vielen, beschäftigen sich auch mit aktuellen Themen, Tierethik beispielsweise, Fragen, Abtreibung war ein Thema, also moralethische Fragen, mit denen sie sich auseinandergesetzt haben. Wir haben auch viele ganz interessante Fragen gestellt, wo man merkt, dass ein hohes Reflexionsniveau einfach da ist. Es ging hier um Brexit beispielsweise oder wie wir Deutschen es erleben, die Flüchtlingskrise, was es für uns bedeutet. Und es ist schon spannend zu sehen, wie auch sehr junge Jugendliche hier ganz vielfältig reflektiert sind. Sicherlich haben wir auch eine Selektion kennengelernt. Das mag schon sein, aber auch schon allein für das Alter war es wirklich beträchtlich, was da für ein Niveau einfach da ist, auch an Freude, sich im Thema Religion miteinander auseinanderzusetzen. Es war eine deutsche Schülerin dabei, die seit einem Jahr oder zwei hier in Schottland ist und die sagt, es ist hier viel familiärer. Ich traue mich hier im Unterricht stärker meine Meinung zu sagen. Der Unterricht bezieht sich nicht so stark auf ein Buch oder auf Bücher, sondern wir sind im Austausch miteinander im Unterricht. Und es war keine Einzelmeinung, auch die schottischen Schülerinnen und Schüler konnten das bestätigen, dass sie also in dem Fach religiöse Bildung miteinander einen regen Austausch haben, dass diese Big Questions sie stark bewegen. Hallo Chris, grüß dich hier im Livestream. Ja, soweit vielleicht mal ganz kurz zum Vormittag. Und heute Nachmittag geht es in so eine Hippie-Community oder in so ein esoterisches Zentrum. Ich bin mal gespannt. Also auch hier Diversity und Vielfalt. Die haben wohl auch einen UFO-Landeplatz gebaut. Vielleicht wird es ein bisschen schräg. Ich bin mal gespannt, was da jetzt noch auf uns zukommt. Ja, soweit wieder mal ein kleiner, kurzer Einblick. Gestern Nachmittag hatten wir noch die Gelegenheeit mit Studierenden eine Kirchraumbegehung zu machen. Wir waren also in der Kirche, haben uns da die Reformation in Schottland erklären lassen und so getan, als ob wir Schülerinnen und Schüler wären. Waren anschließend auf einem Friedhof und hatten da so Laufzettel, mussten die Gräber erkunden. Hallo Bernd, hallo Graham, schön, dass ihr zuguckt. Ja, und haben dann noch die Kirche uns angeschaut und hatten in der Kirche verschiedene Aufgaben, die wir zu lösen hatten. Und faszinierend war auch, wie die Studierenden, die das für uns als Lehrerinnen und Lehrer vorbereitet haben, Auskunft geben konnten, wieso sie ihren Unterricht so strukturiert haben, welche Ideen sie dabei verfolgen, was ihre Leitziele sind und wie wir die aufgenommen haben. Also das war beeindruckend. Ich sage auch mal Hallo, Bernd. War also beeindruckend, welch hohes Reflexionsniveau da ist und wie gut die Lernziele und der Kompetenzerwerb auch durchdacht ist und begründet wird von den Studierenden, die hier im Referendariat sind und die mit uns exemplarisch so eine Stunde durchgeführt haben. Soweit mal ein kurzer Rückblick und Ausblick. Ich verabschiede mich. Der Bus geht gleich weiter aus diesem Restaurant, in dem ich war hier. Man sieht schon, Weihnachten ist gerade im Anzug. Ja. Viele Grüße also nochmal aus Schottland und bis bald. Ciao.